Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Markenvideo. Im heutigen Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Wahllokaladresse online oder online ändern. Sehen Sie sich das Video daher unbedingt bis zum Ende an und befolgen Sie diese einfachen Schritte. Sie können also zunächst entweder auf die Website usa.gov gehen und dort einfach nach Änderung Ihrer Wählerregistrierung suchen. Dann werden wir zu vote.gov weitergeleitet. Grundsätzlich können Sie von hier oder von dieser Website aus online mit dem Senderwechsel beginnen. Sie müssen also grundsätzlich nur Gov in Ihren Browser eingeben. Und Sie können den Namen Ihres Staates oder Territoriums eingeben. Grundsätzlich hat jeder Staat seine eigenen Regeln und Anweisungen. In allen Fällen ist es von Staat zu Staat sehr unterschiedlich. Sie können also einen beliebigen auswählen. Wo Sie registriert sind und von hier aus müssen Sie zu Ihrer Online-Registrierung gehen oder Sie können einfach die Fristen USF sehen. Und im Grunde genommen ist es am wichtigsten, einfach Ihre Wählerregistrierung auf der Wahlwebseite von zu überprüfen. Staaten, wie Sie sehen können, hat jeder Staat seine eigene Website, also gehen wir zum Beispiel nach Georgia und hier finden wir die Wahlwebsite, also das ist für eine Sicherheitsüberprüfung und das ist. Hängt von jeder Website ab und grundsätzlich können Sie von hier aus Ihre Registrierung überprüfen, Ihre Informationen hinzufügen und dann, wenn Sie einige finden. Plattform oder Panel, wo Sie Ihren Status ändern können. Andernfalls können Sie sie einfach online oder per E-Mail kontaktieren und Ihnen dann Ihre Anforderungen zur Änderung der Status senden. Und Sie können dies von allen Websites aus tun und Sie müssen nur nach unten gehen. Suchen Sie beispielsweise nach der Nummer oder nach einigen E-Mails und führen Sie diese dann aus, um Ihre Zustände zu ändern. Also grundsätzlich hier, wenn Sie bereits. Wenn Sie registriert sind, müssen Sie nur Ihr Land und so weiter absenden und hinzufügen. Dann können Sie die Plattform oder den Bereich aufrufen, sodass Sie Ihren Sender auf jeder Wahlwebseite ändern können. Im Grunde können Sie es also so machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.